Ich bin im Abreisefieber. Ich werde morgen nach Süddeutschland reisen. Also erstmal fahre ich nach Brandenburg zu meinen Eltern ein paar Tage und dann werde ich nach Neubrunn reisen zu Kakao Micha, zu der neuen Kakaomanufaktur. Und dort werde ich ein riesengroßes Kunstwerk malen auf eine Außenfassade, auf eine Wand, also eine Wandmalerei im Außenbereich. Und ich mache das zum ersten Mal. Und die letzten Wochen hat mich das schon total beschäftigt. Es hat mich schon Anfang des Jahres beschäftigt, denn ich wollte ursprünglich im April das Bild schon malen. Damals ist Micha auf mich zugekommen und hat mir diesen Vorschlag unterbreitet. Und genau, jetzt mache ich das sozusagen im Auftrag und das ist super aufregend. Und ja, ich habe auch ganz viele Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, oh Gott, tu es nicht, es ist viel zu komplex, das hast du noch nie gemacht, das schaffst du nicht, aber ich habe voll Bock. Ich habe voll Bock und ich wette, es wird eine riesengeile, große, tolle Lernerfahrung. Und ja, und das hat mich jetzt in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Ich habe lange recherchiert, welche Farben ich verwenden kann für eine Außenmalerei, denn ich habe schon mit den Acrylfarben auf Wände gemalt, aber noch nicht auf eine Außenwand, die ja Wind und Wetter ausgesetzt ist. Also da muss ich natürlich mit ganz anderen Farben malen. Hab mich da heute beraten lassen im Baumarkt. Ich habe hier so ein paar Sachen vorbereitet. Ja, also ich habe ja wirklich schon viel Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, mit welchen Farben ich male. Beziehungsweise habe ich auch schon Anfang des Jahres eine digitale Vorlage gemacht, damit Micha eine Idee hat, wohin die Reise geht. Und das ist jetzt natürlich blass ausgedruckt. Auf jeden Fall werde ich diese Malerei in den Corporate Design Farben machen von Kakao Micha. Plus noch ein paar weitere Farben. Also es darf schon in meinem Stil sein, aber trotzdem auch in seinem Stil. Also eine Mischung. Voll spannend. Und da habe ich jetzt hier die ganzen Color Codes vorbereitet. Da ich mir morgen, wenn es losgeht, fahre ich in den Baumarkt und dann werde ich mir diese Farben, Außenfassadenfarben, werde ich mir die genau auf den Farbton mischen lassen. Ja, so machen das die Profis, denke ich mir. Also ich habe keine Ahnung, ich habe lange recherchiert nach Malerfarben für Wandprojekte im Außenbereich, habe aber leider nichts gefunden, nur in den USA, aber ich hoffe, das tut's auch und ihr merkt's, ich bin aufgeregt, ganz viel geht durch meinen Kopf und ich freue mich riesig auf dieses Projekt. Es ist eine neue Herausforderung, es ist eine Riesenwand und sie ist vor allem quer, sie ist ein mega breites Format, also 10 Meter breit, 2,30 Meter hoch und ich male ja eigentlich immer Hochformat, also ich male meistens im Hochformat und so ein breites Format. Naja, ich bin gespannt. Ich bin angekommen an der Manufaktur. Da ist die Wand und ich werde jetzt die ganzen Farbeimer ausräumen, in die Manufaktur stellen und dann geht's morgen los. Ich bin aufgeregt. Wurde heute richtig herzlich empfangen vom Kakao Micha Team und habe heute den tiefen Grund aufgetragen. Das ist wichtig, damit die Wand die Farbe nicht so schluckt und werde jetzt gleich beginnen, den hellsten Ton aufzutragen. Thank you.
rum. Ich habe so grob alle Flächen puntiert. Und oh mein Gott, die Wand ist so groß. Die Wand ist so groß. Und ich habe echt auch böse Stimmen in meinem Kopf und so arge Selbstzweifel, ob das alles so wird, wie ich mir das vorgestellt habe und ob die Farben auch so rüberkommen. Und es ist einfach riesig und ich kann natürlich nicht so malen, wie ich auf der Leinwand male oder auf dem Papier. Es ist was ganz anderes und das realisiere ich jetzt. Und ich realisiere, dass ich da anders herangehen darf. Aber es war mir klar, das war mir klar. Also ich habe dementsprechend auch große Pinsel gekauft und so eine Wandmalerei ist halt einfach was anderes. Und das sage ich mir die ganze Zeit. Heute Tag 2 der Wandmalerei. Gestern ist ja schon super viel passiert und ich habe ganz viele Flächen grundiert. Aber gestern war auch der Tag der Selbstzweifel, weil ich erstens realisiert habe, wie groß diese Wand ist. Und zweitens ist einfach eine ganz andere Art der Malerei ist. Natürlich, an einer so großen Wand zu malen, ist einfach was ganz anderes, als an der Leinwand zu malen oder auf Papier. Ich werde mal herausfinden, wie viel größer diese Wand ist als das größte Kunstwerk, was ich je gemalt habe oder auch als die Standard-Kunstwerke, die ich male. Würde mich echt mal interessieren. Auf jeden Fall starte ich heute mit neuem Elan. Und ja, habe ganz, ganz viele süße Nachrichten aus der Instagram-Community bekommen und bin ja richtig glücklich, dass ihr an mich glaubt. Und danke, danke, danke dafür, für den Rückenwind. Und ja, ich will jetzt hier gar nicht so lange rumquatschen, sondern direkt weitermachen. Ich habe noch viel zu tun und es soll immer mal wieder regnen. Deswegen ja, muss ich jetzt wirklich mit dem Flow gehen und ja, höre heute Musik, denn hier ist es laut. Natürlich mit am Start Kakao. Ich liebe Kakao und ich werde ja auch noch die Kakaofrucht malen. Und wenn mir etwas Energie schenkt, dann dieses Zaubergetränk. Schenkt mir nicht nur Energie, sondern auch Kreativität und Fokus und Hoffnung und ganz viel Selbstvertrauen. Den Kakao kannst du bei Kakaomicha bestellen und wie du vermutlich schon weißt, wenn du mir länger folgst, bekommst du 10% auf deine Bestellung mit dem Code WIDER.
Oh. Ich brauche einen kleinen Powernap. Heute ist der dritte Tag und ich bin mega, mega euphorisch in den Tag gestartet und habe heute die ersten Kakaofrüchte gemalt, habe heute Morgen Kakao getrunken und ich war einfach so glücklich und so dankbar. Also, ich weiß nicht, ich spüre so viel Liebe, mir geht's gerade so gut, obwohl die Wandmalerei so anstrengend ist, aber mir geht's gerade so gut. Ich bin im Herzen gerade so erfüllt und ich hatte gerade die Ehre, ich durfte gerade beim Kakao-Micha-Meeting, beim Team-Meeting mit dabei sein und ich glaube, wir waren 12 oder 13 in der Runde und das hat mein Herz auch nochmal so geöffnet und es ist einfach so schön mitzuerleben, wie das hier wächst und was das für ein Team-Spirit ist und mit wie viel Wertschätzung die Menschen einfach hier bei der Sache sind. Und das ist einfach so schön, Teil davon zu sein und hier mitwirken zu dürfen. Wow, also wirklich so schön. Und wir haben zusammen Kakao getrunken und ganz am Anfang haben wir unsere Augen geschlossen, haben reingespürt, was ist gerade da. Wie geht's uns? Jeder durfte sich einmal mitteilen im Sharing und das ist einfach so eine wunderschöne Zusammenkunft und so viel Wertschätzung, so viel Dankbarkeit für das, was da ist. Und eigentlich wollte ich nach 10 Minuten gehen, aber ich war einfach wie gefesselt und gleichzeitig tat die Pause jetzt auch richtig gut. Die Pause hat aber auch gemacht, dass ich jetzt mal so richtig meine Müdigkeit spüren konnte. Der Kakao gibt einen tatsächlich auch immer das, was man braucht. Also Kakao heißt nicht automatisch, dass er einen wach macht, sondern er gibt dir das, was du gerade brauchst. Und ich merke, ich brauche gerade einfach ein bisschen Schlaf und Ruhe, mal liegen und so viele Reize und Eindrücke und was hier gerade alles passiert, das möchte ja auch verarbeitet werden. Deswegen mache ich jetzt kurz die Augen zu, schlafe eine Runde mit dem Auto, ein kleiner Powernap und danach geht's weiter, denn heute ist das Wetter phänomenal. Heute zumindest kein Regen. Zumindest kein Regen, das ist super viel wert und deswegen möchte ich heute auch noch viel schaffen. Genau.
Hört ihr diesen Lärm? Heute ist der vierte Tag. Der vierte Tag von 5 Tagen insgesamt Wandmalerei. Ich denke, dass ich morgen Nachmittag die Wandmalerei beenden werde. Und ich habe gestern Vollgas gegeben, habe noch richtig viel gemalt, habe die Frau gemalt, bin da super gut vorangekommen. Also ich habe gestern, glaube ich, auch 4 Tassen Kakao getrunken. Das hat sich so ergeben, weil ich ja bei dem Meeting mit dabei war. Und ja, dann habe ich, glaube ich, bis 18 Uhr gemalt und noch Gespräche geführt und das war total schön. Es hat echt Spaß gemacht, denn ich wusste, dass es heute regnen würde und es regnet schon den ganzen Tag. In der Nacht hat es geschüttet, ohne Ende geschüttet und ich dachte heute Nacht, oh mein Gott, hoffentlich halten die Farben. Das sind ja Fassadenfarben und da gibt es Garantie für 5 Jahre mindestens, aber trotzdem hatte ich total die Panik, dass das ganze Wandbild verschwommen sein könnte. Aber es hat gehalten. Alles ist so, wie es wie es sein soll. Ich bin happy und heute war ich ganz flexibel und habe einfach die grünen Blätter, die einmal ringsherum kommen, die habe ich heute gemalt. Das heißt, ich brauchte ja nur eine Farbe. Und konnte dementsprechend immer switchen zwischen draußen sein, malen und reingehen, wenn es regnet und am Laptop arbeiten. Also so habe ich das heute gemacht. Es war ein guter Tag. Das Ganze ergibt immer mehr Sinn, es sieht wunderschön aus und es hat schon eine richtig tolle Tiefe, was ja ganz, ganz wichtig ist, so dieser Tiefenblick. Und ein Tag noch. Puh. Wahnsinn, was ich hier auch gerade alles lerne. Es ist echt eine ganz steile Lernkurve. Good morning, heute ist der letzte Tag. Ich freue mich riesig. Heute werde ich nochmal einige Stunden eintauchen. Ich habe noch einiges vor mir. Heute wird das Bild fertig. Und das Gute ist, der Himmel, der ist in etwa so blau wie dieser Pinsel hier. Ich habe gerade die Kakaotasse blau gemalt. Das war das Erste, was ich heute gemacht habe. War, ich bin duschen gegangen und dann habe ich mir einen Kakao gemacht. Das war das Zweite. Und jetzt bin ich hier schon an der Wand und leg los. Ich freue mich. Stories, ich muss eigentlich Gas geben, aber ich kann auch nicht anders. Genau, ich wollte euch zeigen, was ich jetzt mache. Da kommt ein Kolibri und der flattert über den Kakao, über die Kakaotasse, die ich gerade schon so schön blau gemalt habe. Ja, den mache ich jetzt und filme ich das für euch? Ja, ich filme das für euch. Thank you.
weiß nicht, ob es der Kakao ist oder der Wind. Auf jeden Fall ist das das krasseste Projekt meines Lebens. Nach meinem Buch. Zuerst kommt mein Buch noch in diesem Leben, eine Reise zu mir und meiner Kunst. Und dann kommt das. Es ist noch nicht vollendet. Es fehlt noch ein bisschen was. Aber oh mein Gott.